Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber 2 hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind in Tunzenhausen. Und ja, was machen wir denn heute? Mr. Bean haben wir jetzt schon auf der Anlage, da können wir eigentlich nicht mehr viel an Steigerung herbeiführen. Aber ich würde mal sagen, lasst uns mal schnell gucken, hier sind ein paar Züge unterwegs. Wir machen folgendes, wir machen einen Kuhdorf-Express. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt. Das ist eine Idee von euch und das heißt nichts anderes, dass wir mal, ich würde sagen, die kleinsten drei Städte verbinden. Wir schauen uns jetzt gleich mal an, welches die drei kleinsten Städte sind. Aber im Moment mache ich gerade noch ein bisschen Trainspotting, wenn wir schon können. Das ist wieder der lange Personenzug. Nennen wir ihn doch auch den ellenlangen Personenzug. Weil man sieht, ja, der fängt irgendwo an und hört nirgends mehr auf. Das ist schon relativ krass, das Ding. Aber cool. Sowas macht natürlich Spaß. Also, jetzt die kleinsten drei Städte. Wir gucken mal, wir haben hier folgendes bei der Größe, wenn ich das so mache. Wir hätten hier Oberböser, das verwundert mich nicht. Dann haben wir Bergholz, Rehbrücke und wir haben Linda. Jetzt kann es natürlich sein, dass die Städte untereinander bereits verbunden sind. Das ist aber egal, darauf will ich jetzt mal keine Rücksicht nehmen. Das ist wirklich egal. Also jetzt muss ich mir das nur merken. Oberböser, Bergholz, das wäre immer das Erste. Oberböser haben wir irgendwo dort, wo der Schnee ist. Das ist genau die falsche Richtung. Müsste hier hinten sein. Genau, hier haben wir Oberböser, und zwar das Städtchen, hier den vorgelagerten Bahnhof, da müssen wir irgendwie noch Gleise haben. Und jetzt nach Bergholz, wäre irgendwie, wo werden das? Wo war denn leider mal Bergholz Rehbrücke? Ich dachte, das sei hier hinten gewesen. Ja, denkste. Murksbach. Ui, kann es sein, dass das eine längere Strecke gibt? Bergholz Rehbrücke, das ist da vorne. Eieiei, okay, das gibt eine längere Strecke. Jetzt ist natürlich die Frage, nee, wir haben nicht. Ich wollte gerade sagen, wenn wir jetzt natürlich tatsächlich von Oberböser aus bereits nach Bergholz reindüsen mit einem Regio, dann wäre es relativ sinnfrei, aber das glaube ich nicht, weil wir haben hier wenig Gleise, das heißt, so viele Linien haben wir hier nicht. Ja, man sieht, wir haben hier sogar ein Gleis haben wir noch frei, guck mal. Wir können aber in die Richtung nicht bauen, das wissen wir, weil die Portale hier im Weg sind und die Portale, die lassen wir, die sind nämlich cool. Aber wir können in die Richtung düsen, das würde schon mal gehen. Jetzt, was haben wir hier denn genau? Nochmal schauen. Regio Lianfair. Jawohl, Oberböser, das geht nach Weißwasser. Da können wir vielleicht die Gleise mitnutzen. Die haben natürlich die Universallinie, die sowieso alle Städte verbindet. Also werden wir das sowieso auch haben. Dass man von hier aus eigentlich nach Bergholzrebrücke kommen würde. Aber das ist uns ja wirklich egal. Gut, dann lasst uns mal schauen. Das ist natürlich jetzt wirklich eine längere Strecke. Was können wir hier machen mit gemeinsamem Gleis? Ich freue mich bereits, weil ich mache das einfach extrem gerne mittlerweile. Dieses Gucken, wo sind Gleise frei? Was macht Sinn, wenn wir es mitnutzen? Wo brauchen wir vielleicht irgendwie, dass wir in ein anderes Gleis reingehen? Das macht einfach Spaß. Also gut, dann lasst uns mal gucken. Wir hätten hier diese Gleise. Rufen wir mal das... Nö, brauchen wir eigentlich nicht die Linien. Brauchen wir das hier. Beziehungsweise bevorzugterweise die Gleise. Also wir machen hier die Biege. Dann geht das hier lang. Okay, hier haben wir aber irgendwie, das sind relativ zügige, schnelle Gleise, die wir dort haben. Vielleicht doch schnell mit dem Linienfenster. Kontrollieren, das wäre Ciruno TE. Ja, da wollen wir natürlich nicht in die Gleise rein. Das ist nicht, was wir wollen. Da müssen wir gucken, dass wir das anders handhaben. Ja, das sind beide Gleise im Prinzip dafür vorgesehen. Der Ciruno fährt aber hier lang, das heißt, wir hätten bis zur Weiche hier eigenes Gleis. Dann müssen wir hier irgendwie raus. Ich mache mal die 4, damit wir sehen, was wir hier haben. Das könnte schwierig werden, hier rauszukommen, ohne diese Gleise zu berühren. Aber auf der anderen Seite, das wird ein oder zwei Züge geben. Und hier ist Bahnhofsbereich. Also ich würde das dann in Kauf nehmen eigentlich, dass wir hier auch in die Gleise reingehen. Weil anders wird es nicht funktionieren. Ich komme hier nicht raus. Höchstens vielleicht, wenn ich dort kreuze. Lass mich mal schnell gucken. Wir schnappen uns ein Gleis, ein schönes. Ja, mal das hier. Und schau mal, wenn ich hier rausgehen würde, das würde gehen. Und jetzt ist halt die Frage, kann ich hier noch rüber? Das würde funktionieren. Dann sind wir hier außen. Das wäre natürlich nicht so verkehrt, denke ich mal. Ja gut, jetzt müssen wir aber wissen, wer ist hier unterwegs, in diesem linken Gleis. Da wären eh schon zwei Kollegen unterwegs. Das ist mal der Airport-Anschluss, der stört uns nicht groß. Das andere ist die Ringlokschuppenbestückung. Okay, stört uns auch nicht. Also da können wir tatsächlich im Prinzip rüberdüsen. Das machen wir jetzt auch. Ich hoffe, das Tunnel wird nicht irgendwie zerstört, wenn wir das so machen. Pause mal.
dann hier rüber. Ja, das geht ohne Probleme. Gut, und dann hier irgendwie möglichst bald aus der Erde raus. Das wäre dann hier. Würde doch eigentlich schon mal relativ gut aussehen. Jetzt ist die Frage, was ist das für ein Gleis? Da wir hier nur eins haben, das müsste irgendwie Airport oder etwas sein wahrscheinlich. Jawohl, Airport-Anschluss. Da könnten wir eigentlich rein. Bringt uns dann hier runter, das bringt uns aber gar nichts. Also dann würde ich eher vielleicht versuchen, dass wir den Gleisen hier folgen. Natürlich nicht reingehen, weil hier ist der Chiruno unterwegs. Auf der anderen Seite, ich möchte hier nicht zu viele Gleise haben. Das ist dann wieder das andere. Aber irgendwie müssen wir jetzt natürlich nach da hinten kommen. Da ist halt schon die Frage, wie machen wir das am besten? Ja, andocken und dann mit einem Gleis. Das wäre eine Möglichkeit, dass wir hier mit einem Gleis arbeiten und dann das Ganze so machen. Dass wir halt wieder Ausweichmöglichkeiten haben. Fände ich jetzt nicht so schlecht. Würde heißen, wo bin ich jetzt stehen geblieben mit meinem Gleis? Hier. Dann gucken wir mal, wie wir da rüberkommen. Da könnte man einerseits... Nee, ich wollte gerade sagen, da machen wir eine Brücke. Lass mich mal kurz testen. Kann ich hier noch weiter runter? Nee, das wäre eigentlich cool hier mit der Brücke rüber, aber ich möchte natürlich nicht hier in die Holzbrücke rein. Das ist nicht die Idee. Und weiter runter komme ich nicht. Sieht man? Dann müssen wir es anders machen. Wenn ich hier durchgehe, das geht auch nicht. Also, wir sehen schon, wir werden hier ein Problem haben, tatsächlich an dieser Holzbrücke vorbeizukommen. Die ist zwar in dem Sinne nicht befahren, die führt ja hier zum Ringlochschuppen. Aber irgendwie, es kann natürlich nicht sein, dass wir dann hier so quer rüber gehen. Also das ist wirklich nicht, was ich möchte. Wenn wir es so haben... Ja, wir sind halt zu hoch. Wir sind zu hoch für das, was wir hier an Brücke haben. Bringt das was, wenn ich es baue? Nee. Aber wir können hier natürlich eine Kurve machen. Und dann im Prinzip hier kreuzen, wenn das machbar ist. Das ist eigentlich eh schon wieder irgendwie eine coole Brücke. Allerdings hätte ich gerne irgendwas, was auch noch einen Pfeiler generiert. Sagen wir mal die hier. Ja, einen Pfeiler gibt es nicht. Ist aber eine coole Brücke. Ich baue das mal. Schaut mal. Ja, genauso über dem Portal. Das finde ich schon mal sehr cool. Und hier? Ja, wenn es halt nicht anders geht, dann kreuzen wir hier. Und guck mal, das geht sogar. Dann haben wir hier eine Kreuzung mit der Strecke, die keine Strecke ist. Wir können nochmal kurz kontrollieren. Nein, nicht die Warnungen, da haben wir ja keine. Na, hier schnell schauen. Ja, die orange Linie, eben Ringlokschuppenbestückung. Das heißt, hier fährt keiner, sondern die stehen hier hinten. Das sind die Feglokomotiven. Dann können wir hier problemlos kreuzen. Aber eben, wir bleiben jetzt bei einem Gleis, weil mir gefällt das nicht, wenn wir hier oben jetzt irgendwie zu viele Gleise haben. Aha, da wird automatisch dann das andere Gleis verwendet. Das möchten wir nicht. Das brauchen wir schlicht und einfach nicht. Sag mal. Da wird tatsächlich das andere Gleis genommen. Ich meine, hier ist es klar. Ist das das andere? Nee. Aber irgendwie, guck mal, die Farbe ändert sich. Kann ich das nochmal kurz kappen hier? Dann so hier ran. Nee, das ist schon das richtige Gleis. Das passt. Der Herr Heisenberg sieht wieder Geister. So, hier durch. Mit drei Gleisen geht's. Mit vieren, muss ich sagen, hätte ich irgendwie Mühe. Weiß auch nicht warum. Ich möchte nicht zu viele Gleise hier haben am Berg. Aber die Strecke ist natürlich, wie soll ich sagen, ja, das führt uns halt wirklich genau dorthin, wo wir es haben wollen. Das Ganze nehme ich schlussendlich nach Rehbrücke. So, hier vorne ist aber irgendwann dann Feierabend. Sehe ich das soweit richtig? Na, hier lang düsen. Nö, sehe ich falsch. Okay, aber wir bräuchten natürlich dann noch eine Ausweichmöglichkeit. Also irgendwo muss ich die dann noch installieren. Ich baue das mal bis hier hin. Und jetzt wollen wir mal schauen, wo machen wir bereits die erste Ausweichmöglichkeit. Hier würde ich eben nicht, weil sonst haben wir hier diese vier Gleise, die ich nicht möchte. Und hier hätten wir eine Brücke. Wir können das eigentlich ab hier machen, würde ich sagen. Einmal hier raus. Das darf gerne eine schnelle Weiche sein. Sonst schimpft der Daniel wieder. So, mit 300 hier rüber. Das werden wir nicht erreichen, weil wir werden sicher keinen Schnellzug nehmen. Sondern das gibt einen, ja, einen Regiozug halt. Mal gucken, vielleicht mal wieder irgendwie so ein Triebwagen. Irgendwie sowas. Ich meine, wenn schon der Kuhdorf-Express ist, dann müsste eigentlich auch eine spezielle Lokomotive sein. So eine Spanisch-Brötli-Bahn oder so. Das Problem dort ist halt einfach, ja, da kommen wir nie an. Also das wird nicht funktionieren. So, dann müssen wir was anderes nehmen. Aber so weit sind wir auch noch nicht. Ja, das ist aber jetzt überhaupt nicht, was ich wollte. Das sieht ja komplett mumpitzig aus. Oh, warum gehe ich da eigentlich ins Gleis rein? Das möchte ich sowieso nicht. Doch, das muss ich. Ist das hier mein... Doch, das ist mein Gleis. Doch, da möchte ich rein. Das passt schon. Jetzt hätte ich Angst, ich gehe da ins Schnellzuggleis rein. So, jetzt wird's
passen halbwegs, würde ich sagen. Sehr gut, dann haben wir hier den ersten Ausweich. Düsen hier weiter und jetzt mal gucken. Hier geht es in den Tunnel rein. Ja, bringt uns dann hier rauf, bringt uns dann nach Berlin. Haben wir in Berlin eine Umfahrung? Hier hätten wir eine Umfahrung, das geht dann hier lang. Hier hinten. Und Bergholzrehbrücke? Wo haben wir denn jetzt Bergholzrehbrücke? Sag mal, sind wir schon dran vorbei? Da haben wir Kommen. Hamburg? Sind wir irgendwie falsch? Wo ist denn Bergholzrehbrücke? Come on. Murksbach? Kommen? Da hinten, doch, doch, das passt schon. Da müssen wir an der Heisenberg City vorbei. Okay, und wir müssen aber zuerst mal an Berlin vorbei. Also das stimmt schon. Also hier hinten lang haben wir jetzt gesagt. Und dann... Ach, wir müssen halt noch eins weiter. Dann könnten wir hier eigentlich wieder ausfädeln und zurückdüsen. Dann wären wir halt hier im Hinterland. Das ist ganz klar. Wir düsen dann nicht den Städten entlang. Und das gefällt mir irgendwie nicht. Aber die Frage ist halt, wie kommen wir durch Berlin durch? Ja, wenn hier... Das geht hier in den Bahnhof rein. Ich würde nicht durch den Bahnhof durchfahren. Würde ich nicht machen. Dafür haben wir dort wirklich auch nicht mehr genug Gleise. Das würde ich lassen. Ich würde außen rum gehen. Also, wo sind wir stehen geblieben? Hier unten irgendwo. Hier. Und zwar mit unserem einen Gleis, das wir haben. Wir düsen hier mal weiter. Aha, und haben dann aber eine Kollision. Obwohl wir hier ja eigentlich unter der Erde sind. Auch interessant. Geht das so echt nicht? Nö, das geht so echt nicht. Ja, dann müssen wir es anders machen. Wie würde es denn aussehen, wenn wir in die Gleise reingehen? Also nicht rein, sondern ran. Wobei reingehen doch grundsätzlich natürlich auch in die Gleise reingehen. Wenn es die Gleise zulassen. Aha, interessant, was wir hier wieder alles haben. Das ist der 1 Kilometer Güterzug. Dann haben wir auf der anderen Seite... Regios und Co. Universallinie ist hier noch zugange. Ja, da können wir eigentlich schon in die Gleise rein. Das geht schon. Hier haben wir noch was Eingleisiges. Ja, und dann vielleicht auf der rechten Seite, dass wir wirklich hier lang kommen. Ja, und dann haben wir in Berlin aber dann das Problem, dass wir hier Gleise haben. Guck mal. Hier haben wir doch Gleise. Das führt uns doch an der Stadt vorbei. Hier schön dem Fluss entlang. Was sind das denn für Gleise? Das ist eigentlich genauso ein Gleis, wie ich es gesucht habe und jetzt was gebaut hätte. Brauchen wir aber nicht. Wir haben es ja. Das ist dann von Regio, der hier langfährt. Also, ganz klar. Da müssen wir gar nicht mehr überlegen. Wir wollen in die Gleise rein. Und wie kommen wir in die Gleise rein? Das ist jetzt natürlich die andere Frage. Da ist dann wieder die nächste Frage. Wo sind wir stehen geblieben mit unseren Gleisen? Hier. Wo wollen wir rein? In die Gleise, hier haben wir gesagt. Also, schlussendlich hier, dahin. Das würde heißen, wir könnten in diesen Bereich gehen. Das würde schon mal passen. Haben hier allerdings noch eine Zufahrt, da müssen wir dann auch gucken. Und im Endeffekt, wir kommen hier ja nicht am Gleis vorbei, dann müssen wir es sowieso anders machen. Wenn ich hier mal so baue und das Ganze... Ja, eine Brücke wäre schöner, weil dann sieht man wenigstens den Zug. Würde mir besser gefallen. Irgendwie sowas in der Richtung. Ja, wir müssen nach da, damit wir hier wirklich dran vorbeikommen. Wir können hier nicht durch die Fabrik durch, das wird nicht funktionieren. So, und hier gehen wir nochmal ein bisschen runter und schauen mal. Was wir im Angebot haben bei den schönen Brücken. Das Übliche, würde ich sagen. Sicher nichts Spezielles. Oh, wisst ihr was? Zum Beispiel sowas. Das ist immer sehr schön. Allerdings, nee, guck mal, das hängt hier völlig in den Oberleitungen drin. Wie sieht es denn aus, wenn wir das dünnere nehmen? Nämlich folgendes. Das hier. Da hängen wir auch in der Oberleitung drin. Ja, oder nicht? Nee, eigentlich nicht. Ich baue es mal. So, man sieht es nicht richtig. Wie sieht es jetzt aus? Nee, das kann man machen. Das ist in Ordnung. Und das ist halt schon irgendwie einfach immer wieder eine sehr coole Brücke, wie ich finde. Also, wir bleiben gleich mal auf der Höhe, weil hier müssen wir ja auch noch rüber. Ja, so wird es schwierig. Das wollen wir so nicht. Aber so wird es natürlich gehen. Wir schütten das vielleicht sogar noch auf. Lass mich mal schnell gucken. Wie sieht das aus, wenn wir diesen Zwischenbereich hier aufschütten? Ist eigentlich okay. Es unterbricht halt diese ewige Brücke. Das finde ich gar nicht schlecht. Ich mache das mal. So, und hier natürlich wieder die Brücke. Anders wird es nicht funktionieren. Allerdings könnten wir hier dann auch langsam wieder runter auf den Boden. Oder wir schütten hier dann halt wieder auf. Das heißt, wir würden nur diesen Bereich hier mit Brücke versehen. Und da könnten wir eigentlich nochmal die gleiche nehmen. Wie sieht das aus, wenn wir die nochmal hier haben? Ja, das ist in Ordnung. Das würde ich so machen. Oberleitungen. Ja, vielleicht noch mal ein bisschen rauf. So, dass wir hier die Oberleitungen verlassen. Sehr schön. Dann hier lang und jetzt aber gerne auf den Boden zurück. Und das Ganze vielleicht noch mal aufgeschüttet.
Mal gucken. Ja, sauber. Finde ich okay. Machen wir. Vielleicht nochmal eine Ausweichmöglichkeit schaffen. Also hier muss ich mal erstmal die Straße kappen, weil hier müssen wir durch. Dass wir nochmal irgendwie eine Ausweichmöglichkeit schaffen. Vielleicht sogar hier lang. Würde das passen? Guck mal, ja, dann kommen wir da hinten in die Gleise rein, in die wir wollen. Das funktioniert sogar. Dann hätte ich hier nicht mal kappen müssen. Machen wir mal. So, hier Richtung Wasser. Oder vielleicht sogar an die Straße ran. Das ist doch auch in Ordnung. Dann hier eine Kurve nach da hinten. Okay, das hätten wir. Jetzt würde ich gerne die Straße wieder zurückgeben. Was wir gemobst haben, kriegen sie zurück. Und zwar nicht städtisch natürlich, sondern eher ländlich. Das müsste eigentlich die Straße hier gewesen sein. Schnell die Kurve aktivieren. Ja, schön geschwungen. Das ist in Ordnung. Schön schwingen ist immer gut. Und jetzt ist halt die Frage. Ja, ich mache hier nochmal eine Ausweichmöglichkeit. Weil diese Gleise werden wir vielleicht ja später dann auch wieder noch für andere Linien verwenden. Dann macht das eigentlich schon Sinn. Jetzt muss ich aber wieder aufpassen wegen der Brücke. Gehe hier ein bisschen früher raus. Damit wir ein bisschen Tempo haben. Das ist eigentlich viel zu schnell, weil wie gesagt, das gibt ja keinen Schnellzug hier. Ich finde aber diese Gleise, die wir jetzt hier gelegt haben, das sieht natürlich zweigleisig auch besser aus, denke ich. So, es hat dann ein bisschen mehr Volumen. So, bis hier hin und hier ist Feierabend. Da rein, zack. Da müssen wir natürlich die Signale dann noch setzen. Das werden wir machen, wenn wir die Strecke fertig haben. Und jetzt geht es hier einfach nach hier vorne. Mal da an die Gleise ran. Möchtet ihr hier nochmal eine Brücke haben? Sehe ich. Würde ich sogar machen, wenn wir hier aufschütten, dann sieht man vom Wasser aus die Züge nicht mehr. Das fände ich tatsächlich sehr schade. Vielleicht nochmal eine spezielle Brücke. Bremst uns natürlich, würde aber dafür sehr gut irgendwie so ans Wasser ranpassen, finde ich, diese Brücke. Ja, aber eben, das bremst natürlich massiv. Mit 90 wollen wir hier dann doch nicht lang. Was haben wir denn sonst noch Schönes? Ja, passt irgendwie nicht. Ist auch kein Güterzug. Die hat natürlich auch immer einfach einen gewissen Charme. Ich würde die mal machen. Jetzt guck mal, das sieht doch gar nicht so verkehrt aus hier. Gleis, 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 Gleis ohne Ende, eine Straße zwischendrin und da kommt sogar ein Zug, ein TEE. Wunderbar, einfach ein herrlicher Zug, immer wieder. So, und wenn man halt baut und baut, dann ist es wirklich auch schön, wenn man zwischendrin mal wieder einen Zug sieht. Das tut eigentlich immer relativ gut. So, hier haben wir es dann ja automatisch zweigleisig. Moment, wenn ich es denn hinkriege, da ist irgendwie die Krümmung zu groß. Aha, wie das? Da geht's. So, muss nicht so schnell sein. Können wir so machen. Oder auch nicht. Oh, da ist das Wasser im Weg. Schaut mal, da bin ich ein bisschen zu weit. Oh, das ist aber Käse. Da müssen wir früher rein. Das geht so nicht. Ich kann... Ja, natürlich, man könnte hier eine Aufschüttung machen. Das möchte ich aber nicht. Ich möchte eigentlich den Fluss so belassen, wie er ist. Weil das kriegen wir anders gewuppt. Wenn wir hier halt ein bisschen früher schon rausgehen, hier rein... Ja, da ist wieder die Steigung zu groß. Okay, wenn ich dich hier nochmal mitnehme. Das müsste eigentlich funktionieren. Und dann hier vorne. Nochmal schnell schauen. Ja, jetzt, das geht. Sauber. Hier aktivieren, sonst haben wir hier eben keine Zweigleisigkeit nachher von unserer neuen Linie. Hier ist es eingleisig. Jawohl, und wird hier dann zweigleisig. Gut, dann folgen wir den Gleisen. Und die bringen uns vielleicht, wenn wir Glück haben. Also A, bringen sie uns mal wirklich wunderbar hier an Berlin vorbei, wie ich finde. Sensationell, ich wusste gar nicht, dass wir hier Gleise haben. Auch nicht schlecht. Also, das ginge dann nach hier vorne. Hier sieht man den Flixtrain. Und einen anderen Regio, den wir hier haben. Ja, was machen wir denn jetzt? Hier rein. Und dann haben wir hier vorne Weißwasser. An der Stadt müssen wir auch noch vorbei. Nur hier lang düsen. Was passiert dann? Dann kommen wir in den Bahnhof rein. Nö, aber guck mal, wir haben hier eine schöne Umfahrung. Kommen wir da auch in die Gleise rein? Das wäre hier rein, kommen wir in dem Sinne nicht, aber hier kämen wir lang. Das wäre dann so. Und führt uns wahrscheinlich hier auf die Brücke. Sehe ich das richtig? Ich drücke mal die 4, dann sehe ich's. Jawohl. Macht hier einmal die Biege. Geht dann in die Richtung und dann sind wir hier hinten. Okay, bringt uns das was, wenn wir hier hinten sind? Ja, wir können von hier nochmal eine Kurve machen. Oh, da haben wir natürlich Heisenberg City auch noch. Guck mal, das ist halt schon eine wirklich lange Strecke. Von Oberbösern nach Bergholzerebrücke. Aber dann würde ich das so machen. Ich würde hier nicht irgendwie eine riesen Umfahrung machen. Sondern dass wir irgendwie hier lang gehen. Und da gucken, dass wir noch an Heisenberg City vorbeikommen. Jetzt muss ich aber noch mal kurz rekapitulieren.
was ich hier genau wollte. Also diesen, dann hier lang. Das war, glaube ich, die Grundidee. Und dann irgendwie dort raus. Das würde heißen, wir kämen dann auf die Gleise, gehen hier rüber. Und jetzt würde ich hier ausfädeln. Wir sind eigentlich fast schon in Lianfair. Ja, aber dann wird hier ausgefädelt und dann geht es nach da hinten. Das gehen wir mal an. Neues Gleis. Das wird dann wieder lustig, wenn wir... Ja, hier müssen wir halt Wegpunkte reinnehmen, sonst wird das wieder geändert vom Spiel. Aber es wird auch lustig dahingehend, was eben die Linie dann macht, wenn wir die Linie erstellen. Was hat die für eine Idee, wie sie am besten nach Bergholzrehbrücke kommt? Und deckt sich das mit dem, was wir jetzt gebaut haben? Wahrscheinlich nein. So, hier eine Brücke. Ja, da würde ich sogar die lassen, ohne Pfeiler. Das ist doch in Ordnung. Warum baue ich das jetzt zweigleisig? Ja, das weiß ich auch nicht. Eigentlich wollten wir ja eingleisig operieren und das machen wir jetzt auch gleich. Ich werde hier das eine Gleis dann kappen. Jetzt haben wir hier schon wieder eine Auswahl von Gleisen, die wir mitnutzen können. Ich baue das mal, mache hier die Weiche. Jawohl, das geht sogar erneut mit einer relativ schnellen Weiche, wie man sieht. Passt das so? Ja, ja, das passt so. Also, dann sind wir hier vorne. Wenn wir an die Gleise rangehen, kommen wir hier lang. Dann kommen wir an Heisenberg City vorbei, guck mal. Und das führt uns dann schlussendlich tatsächlich da nach Bergholzrehbrücke rein. Also das können wir machen. Nochmal schnell gucken. Wobei, es kommt natürlich darauf an, wer hier unterwegs ist. Das sind schon zwei Linien, wie wir sehen. Die Regio Oberböser, die geht nach Weißwasser. Da haben wir Glück gehabt. Oh, Regio Bergholz. Ja, die geht nach Berlin. Ja, in die Gleise können wir rein, das ist kein Problem. Das machen wir jetzt auch. Fröhliches ins Gleis reindüsen. Da haben wir mal hier oben. So, einmal so. Und einmal mitnehmen. Und wenn wir Glück haben, jawohl, passt das bereits. So, dann haben wir das. Wenn wir das hier noch aktivieren, wieder zweigleisig in die Richtung. Wie gesagt, bei den Signalen gucken wir dann. Jetzt sind wir in den Gleisen drin. Und jetzt wollten wir hier lang. Sehe ich das richtig? Ich glaube ja. Jetzt müssen wir mal gucken, ob überhaupt funktioniert das überhaupt. Nochmal kurz schauen. Wenn wir von hierher kommen, hier mit diesem einen Gleis, da habe ich nochmal eine Brücke gebaut. Sehe ich gerade. Und zwar keine schöne, weil die hat keine Pfeiler. Das nehmen wir nochmal weg. So, das haben wir schnell korrigiert. Einmal Brücke. Einmal diesen, einmal da rein. Und dann nehmen wir hier, ja, vielleicht doch nochmal die Steinbrücke. Bremsen muss er ja sowieso. Wie sieht denn die Steinbrücke aus, wenn sie hier ist? Ach, die sieht halt einfach immer gut aus. Hier werden wir dann noch ein bisschen was mit Bemalen machen. Da gehören ein paar Bäume hin, sonst ist mir das hier tatsächlich zu erdig. Ja, sollen wir den Zug hier runterbremsen, dass er hier nur 90 hat? Ich würde nicht. Weil hier passt natürlich auch eine moderne Brücke hin. Also das ist, würde ich behaupten, absolut machbar, dass man hier auch irgendwas Modernes hat. Nee, die haben wir zu oft für meinen Geschmack. Machen wir die. Zack, so, haben wir. Jetzt sind wir hier im Gleis drin, in den beiden, immer noch in den beiden. Und dann können wir hier ausfädeln und dann geht das hier lang. Das ist genau, was wir wollen. Dann geht das hier in das Gleis rein, dann machen wir hier die Biege in die Richtung. Ja, das passt hervorragend. Schön an der Stadt vorbei. Und hier haben wir im Prinzip auch die Möglichkeit, das Ganze nochmal zu umfahren. Das geht eigentlich auch. Sind wir denn jetzt im richtigen Gleis? Jetzt muss ich echt nochmal kurz gucken. Sind wir links? Ich glaube ja. Wir kommen von hierher. Also, dann sind wir hier in den linken beiden Gleisen. Düsen hier rauf. Sind immer noch in den linken beiden Gleisen. Könnten hier ganz links. Ich mache nochmal kurz die 4. Dann können wir hier lang. Ja, dann geht es an den Bahnhof rein. Wir müssen in die Gleise rein. Und das wird wahrscheinlich eher schwierig. Nee, das wird eigentlich nicht schwierig. Moment, nochmal die 4 raus. Die beiden Gleise, das sind unsere. Dann brauchen wir hier einfach eine Weiche hier rüber. Wer ist denn hier zugange? Der 1 Kilometer Güterzug. Da wollen wir eigentlich auch nicht unbedingt ins Gleis rein. Wobei, es wäre eigentlich nur für ein paar Meter. Das ist sowieso auch nicht richtig. Guck mal, das geht ja nachher in den Bahnhof rein. Wir wollen hier lang, dass wir die Umfahrung nutzen können. Das sind also diese Gleise. Und das geht. Da müssen wir einfach geradeaus hier. Statt dass wir hier die Biege machen, gehen wir hier in die beiden Gleise rein. Nochmal die 4. Jetzt muss ich gucken, welche wären das gleich nochmal gewesen. Die beiden, glaube ich. Und die führen uns hier lang. Und dann geht's hier auf die Brücke. Das ist schon so richtig. Nochmal die Linie aufrufen. Ja, im Prinzip, es ist eigentlich logisch. Wir müssen hier halt einfach diese gelbe rein. Die gelb-orange meinetwegen.
und dann führt uns das automatisch hier auf die Umfahrung. Hui, da bin ich gespannt, wenn wir dann die Linie machen, ob ich noch weiß, was ich hier genau wollte. So, hier, dann sind wir hier angekommen. Dann können wir hier wieder die Biege machen, hier rüber. Führt uns dann hier lang und dann müsste hier vorne doch, dann ist Feierabend. Wo ist gleich nochmal Bergholz? Ach ja, das ist ja Bergholzere Brücke. Okay, das stimmt sowieso nicht mit der Umfahrung. Ich dachte, da hätten wir noch ein Städtchen dazwischen. Weil hier müssen wir ja in den Bahnhof rein. Na gut, aber das ist das kleinste Problem. Da hätte ich mir das mit dieser Umfahrung hier eigentlich sparen können. Wo sind meine Gleise? Jetzt geht die Frage wieder los. Na, mal schnell gucken. Heisenberg City. Hier außenrum war, glaube ich, die Idee. Ja, genau, hier mit diesem Bereich. Und von hier aus kommen wir, wenn wir die Gleise nutzen, hier in den Bahnhof rein. Das würde also passen. Das heißt, im Umkehrschluss, theoretisch müsste die Strecke bereits funktionieren. Lasst uns mal gucken, wenn wir die Strecke machen, was macht das Spiel daraus? Werden wir gleich sehen. Oberböser Ahoi, das wäre hier unten gewesen. Neue Linie von Oberböser, Alpenbahnhof, einmal quer rüber nach Bergholzree-Brücke. So, das ist Berlin, das merkt man, da lässt die Performance dann gleich mal wieder nach. Das ist Heisi City und hier haben wir Bergholzree-Brücke und hier haben wir den Bahnhof. Ja, den brauchen wir. Das hier ist hier die Waschanlage, glaube ich. Und Fehlermeldung? Nö, funktioniert. Gut, was haben wir hier für eine Farbe, die wir noch nicht haben? Es gibt, glaube ich, sogar eine Mod, dass man mehr Farben hat bei der Linienauswahl. Aber macht die Sinn? Weil dann hast du wahrscheinlich einfach 10 verschiedene Rot, 10 verschiedene Gelb mit ein bisschen weniger Farbe drin. Also die sehen dann ja trotzdem ähnlich aus. Ich würde mal sagen, wenn wir hier so ein Hellblau hätten. Macht das Sinn? Ich glaube schon. Gut, wir gucken uns das sowieso im Einzelnen jetzt natürlich an. Wir brauchen die Linie bitte mit diesem Instrument hier, dann das Auge und dann die Linie 1. Und dann sehen wir. Aha, der düst hier rein. Gut, das ist für den Moment ja mal noch irrelevant. Oder wollen wir hier schon mal gucken, in welches Gleis das reingeht? Weil man sieht, ja, also freie Gleise in dem Sinn haben wir nicht mehr. Nur hier reingehen. Mir würde die orange Dingens fast besser gefallen. Man sieht es ja, weil hier haben wir keine anderen Züge drin. Das würde heißen, in Bergholzree-Brücke wollen wir vermutlich in die 2. Machen wir mal. Ja, ich glaube, ich sehe das blaue Ding schon. Jawohl, jetzt sind wir in dem Gleis drin bei den Schienenbussen. Gut, und hier haben wir es zweigleisig. Das ist, glaube ich, auch wirklich die Strecke, die wir nutzen wollten. Nee, guck mal, jetzt geht es ja wieder durch den Bahnhof durch. Wo haben wir denn hier? Ja, den Fehler. Das ist eigentlich nicht ein Fehler. Wenn ich jetzt so wüsste, was ich wollte. Hier wahrscheinlich eben nicht in die Stadt rein, sondern... Das sind, glaube ich, soweit die... Oh, hier geht es auch durch den Bahnhof durch. Das ist irgendwie alles nicht, was wir wollten. Ja gut, eben, das ist halt das Spiel, das selber sich eine Linie sucht. Hier ist es okay, guck mal, das passt. Das weiß ich noch. Das ist ja Berlin. Hier düsen wir tatsächlich da unten lang. Ich kontrolliere mal hier hinten. Das hat wahrscheinlich auch seine Richtigkeit, soweit. Jawohl, hier eingleisig, genau, das passt. Also das ist richtig, das funktioniert. Jetzt müssen wir aber schnell gucken, wie wir das hier vorne wollten. Wir düsen nochmal zurück, düsen hier nochmal nach Berlin, weil bis hierhin stimmt das Ganze. Dann geht er hier in die Gleise rein. Und dann wollten wir hier, glaube ich, hier lang. Sehe ich das richtig? Damit wir eben die Umfahrung nutzen können. Ja, das war die Idee. Das würde heißen, richtig, hier kommen Wegpunkte hin. Das ist eh gut, weil Wegpunkte sollte man, wie gesagt, immer setzen, damit die Linie festgetackert wird, damit die nicht auf die Idee kommt, plötzlich irgendwas zu ändern, weil es neue Gleise gibt und der Weg dann kürzer ist. So, Linie verwalten. Wäre nach Oberböser, wollen wir gerne hier lang. Zack. Und zurückkommend würden wir gerne hier lang. Ja, da wird gerechnet. Man hört keine Fehlermeldung. Das halt. Nee, das war aber schon falsch. Nee, war es richtig? Nee, war richtig. Nee, Moment. Oberböser, das ist... Nee, das ist natürlich falsch. So, sondern von Bergholz-Rehbrücke kommen wollen wir hier lang. So, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Wahrscheinlich geht es jetzt nicht mehr, doch. Gut, gehen wir hier raus, schnappen uns wieder die Linie und schauen, wie sie jetzt aussieht. Jawohl, passt. Der geht hier rüber, geht dann in die Gleise rein. Und dann sind wir hier auf der Umfahrung. Dann nutzt er hier die Brücke. Genau, und guck mal hier, das ist das, was wir neu gebaut haben. Das wird also auch genutzt. Mir ist klar, die Signale fehlen noch. Aber zuerst müssen wir jetzt wirklich gucken, dass das Ganze irgendwie auch wirklich so funktioniert, wie wir es gerne hätten.
aha, wir drehen mal, irgendeiner hat da wieder die Krise gekriegt aus irgendeinem Grund. Nee, jetzt ist meine Linie wieder weg, come on. Wann reichen wir meine blaue Linie nochmal? So, also hier lang. Dann fädeln wir hier aus. Genau, ja, jetzt wird es richtig gemacht. Dann haben wir hier die Umfahrung. Ja, genau so wollten wir es. Dann geht es hier hinten in den Bahnhof rein. Und jetzt mal gucken. Das ginge dann in dieses Gleis. Ja, da muss ich nochmal schnell kontrollieren. Anders geht es wahrscheinlich nicht. Kann man machen. Hier ist eigentlich nur eine rote Linie drin. Sehen wir. Ja, von da kommt auch noch einer. Aber eben, das gibt ein oder zwei Züge. Das kann man machen. Wir haben nun mal einfach keine freien Gleise mehr. Man sieht's ja. Hier ist noch was. Das könnte man eventuell noch nehmen. Aber dann müssen wir hier nochmal gucken, dass wir von der Seite darüber kommen. Und das werden wir hier nicht hinkriegen. Das sehe ich kaum. Und vor allem werden wir sonst massive Wartezeiten wahrscheinlich provozieren. Naja gut, aber dann passt das eigentlich. Sollen wir noch schnell gucken? Die Signale. Die machen wir noch kurz. Und zwar, richtig, ihr ahnt es, von Oberböse auskommt. Aber jetzt wäre es von Vorteil, wenn ich die Linie nochmal kurz habe. Linie 1. Zack. Hier das Gleis, das ist richtig. Hier ist eingleisig, eingleisig, eingleisig. Da brauchen wir keine Signale. Sobald es zweigleisig wird, das wäre hier. Schnappen wir uns fröhlich ein Signal. Und zwar das für rechts, jawohl. Das wäre dann mal einmal zack hier. Da wird es auch gleich zweigleisig. Einmal so. Dann gerne ein, zwei Blöcke. Vielleicht sogar hier noch, wo die anderen Blöcke sind. Kann auch nicht schaden. Und hier ist aber wieder Feierabend. So, hier machen wir das wieder so. Dann ist es wieder eingleisig. Düst hier lang. Oh, hier hätten wir aber ein zweites Gleis eigentlich. Sehe ich das richtig? Doch, das hätten wir eigentlich schon so gedacht, dass hier beide Gleise genutzt werden. Ach so, ja, da habe ich ja noch gesagt, warum baue ich denn jetzt zweigleisig? Stimmt. Gut, machen wir hier so ein Teil hin. Hier so ein Teil, dann wird das nämlich auch schon zweigleisig. Dann haben wir hier halt nochmal einen Ausweich. Ist ja nicht verboten. Das Signal, das ist unten. Jawohl. Das hat seine Richtigkeit so. Hier ist wieder Feierabend. Dann passt es wieder. Eingleisig nach hier vorne. Hier geht es wieder rein. Da müssen wir jetzt bei den Gleisen gucken. Hier stimmt es eigentlich. Aber hier brauche ich noch das Signal hier. Dann haben wir dort den Block. Ja, das passt tatsächlich bereits. Sehr schön. Hier rein. Dann, das können wir lassen, weil da haben wir die Signale schon. Vielleicht hier nochmal einen Block dazwischen. Hier haben wir auch welche. Dann geht es hier an Berlin vorbei. Sehr gut, dem See entlang. Einmal nach hier vorne und jetzt kommen wir hier eigentlich wieder in Gleise rein. Aber das ist bereits bestehendes Gleis. Das heißt, hier haben wir die Signale gemacht. Und hier das gleiche in die Richtung. Das passt also auch schon. Hier raus, das haben wir neu gebaut. Ne, das haben wir nicht neu gebaut. Das noch nicht. Moment, hier rauf, das haben wir neu gebaut. Das sieht man auch, weil die Signale hier natürlich jetzt nicht stimmen. Das muss weg. Das hier oben, das würde ich hier hinsetzen. Ne, wisst ihr was, das nehmen wir weg. Weil wenn hier der Zug wartet... Hier oben, dann blockiert er uns hier die Zufahrt. Das möchte ich nicht. Aber jetzt in die Richtung hätten wir gerne hier nochmal ein Signal. Da lassen wir die Signale und hier hätten wir gerne natürlich hier eins. Und dann zack, hier eins. Ne, wisst ihr was, da ist ja eh schon wieder Feierabend. Das heißt, wir machen das ganz einfach. Hier ein Signal, hier unten ein Signal. Passt. So, Bagger weglegen, sonst reiße ich was ab, was ich gar nicht will. Hier ist nochmal was. Okay, können wir auch neu machen. Hier einmal, du musst weg. Du bist mir auch zu nah dran. Gefällt mir auch nicht wirklich. Machen wir dich hier hin. So, passt das soweit? Jawohl. Nee, passt nicht. Guck mal. Hier, das ist natürlich auch Käse, das Teil. Das muss weichen, wenn ich dich erwische. Zack. Dann haben wir dort einen Block. Dann haben wir das hier so. Ja, ist okay. So, Bagger wieder weg. Ich habe schon oft, ich weiß. Dann noch den Bagger in der Hand. Und nachher reißt du dann tatsächlich etwas ab. Obwohl du eigentlich nur ein Signal setzen willst. So, hier ist auch okay, denke ich. Dann geht das hier lang. Hier vorne ist auch schon wieder bestehend. Das heißt, hier müssen wir nichts machen. Man sieht, die Signalsetzung ist fast das Komplizierteste. Also nicht das Komplizierteste, aber das Aufwendigste halt. Aber hier haben wir einen Bereich... Der ist komplett okay so. Da haben wir nochmal Wegpunkte, die brauchen wir nicht. Ja, die Linie passt, liebe Freunde. Da würde ich sagen, morgen kaufen wir den Zug und dann werden wir die lange Strecke hier genießen. So, ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, die Folge hat euch ein bisschen gefallen. War jetzt natürlich viel bauen. Aber ja, wenn man Züge sehen will, die fahren, muss man halt auch mal bauen. Das geht nicht anders. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich morgen. Macht's gut. Tschüss.